Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einem weiteren Lotus-Video hier auf unserem Kanal. Und zwar schauen wir uns heute ein neues Repaint an vom GT6. Und zwar mit dem Titel Modded. Und ja, auf den ersten Blick sieht man schon, ja, das Ding sieht mega nice aus. Das Ganze ist natürlich im Steam Workshop erhältlich, könnt ihr euch natürlich kostenlos runterladen. Gab jetzt auch schon ein Update, sodass wir jetzt auch das rote Repaint jetzt hier mit dran haben. Und wie gesagt, das wollen wir uns heute mal so ein bisschen anschauen, denn ich finde, das sieht extremst klasse aus. Also hier vorne sehen wir natürlich schon so ein bisschen so durch die Scheinwerfer durch, was natürlich so das große Highlight ist, ne? Sonst sieht es eigentlich ganz brauchbar aus, ne, ist halt hier mit den ganzen Logos, die allerdings relativ schön scharf geschossen sind, ja, hier haben wir nochmal Tickets, ja, dass wir das Ganze hier uns dementsprechend auch nochmal mit die, ja, damit die Leute wissen, wo sie halt einsteigen müssen, wenn sie halt Tickets kaufen wollen. Und hinten, ja, haben wir das hier auch so im schönen Schwarz gehalten, allgemein so die ganze Fensterfront so schön schwarz, ja, leicht schwarz, das sieht schon wirklich klasse aus. Also diese Farbkombination zwischen Weiß, Rot und Schwarz, das hat schon irgendwie so ein besonderes Highlight. Wie das Ganze natürlich aussieht, ja, das sehen wir hier auch drin mit der Holzverkleidung und alles, was hier rote Sitze, ja, das ist mal auf jeden Fall mal was anderes, ja. Wenn man den GT6 so noch nicht gesehen hat, ja, dann ist das auf jeden Fall doch schon ein bisschen hübsch, muss man sagen. Also wenn das Ding hier mal bei mir irgendwie vor der Haustür mal langfahren würde oder sowas, ich denke mal, davon wäre bestimmt schon mal ein Bild geschossen worden. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist es halt ein Repaint. Ja, das kann natürlich jeder anlegen. Hier ist kein Skripten vonnöten oder sowas. Das ist halt wirklich, ja, die Textur, die hier verändert wird. Aber die wurde hier halt gefühlt so stark verändert, dass das halt so wirklich extrem schick aussieht. Wie das Ganze, ne, wollen wir mal gucken. Deswegen würde ich mal sagen, wir rüsten mal jetzt mal so kurz auf. So, damit haben wir es. Und wenn wir jetzt hier nämlich mal rausgehen und gucken, ja, dann haben wir hier die erste Stufe Licht und die zweite Stufe Licht. Das sieht doch mal nice aus, oder? Mit so einem schönen LED-Leuchten. Ja, das sieht halt wirklich mal richtig exzellent aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, stehe ich voll drauf. Hier hinten sehen wir auch schon, ne? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rangehen, ja, da haben wir so einen Viertelkreis. Ja, wenn ich jetzt sage, jetzt wir wollen jetzt rückwärts fahren, ne? Dann haben wir da einen weiteren Kreis, blinken wir hier, ne? Seht ihr das Ganze, wie das dann halt dementsprechend halt ausschaut, ja. Also hier muss ich wirklich sagen, hat man sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Das ist auf jeden Fall mal eine Mod, die man so noch nicht gesehen hat. Hier oben sehe ich zwar gerade so einen kleinen Fehler hier in der Ecke, weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt direkt von der Straßenbahn kommt oder ob das Ganze halt jetzt durch die Mod jetzt so praktisch entstanden ist, aber so sieht, wie gesagt, diese neue Mod aus, die ihr euch, wie gesagt, jetzt im Steam Workshop runterladen könnt. Und ja, ich finde, das ist auf jeden Fall mal so ein Stück Highlight, was man so wahrscheinlich noch gar nicht gesehen hat. Wie gesagt, in zwei Ausführungen gibt es das Ganze mit zwei verschiedenen Farbtönen. Und sonst habt ihr auf jeden Fall jetzt definitiv einen kleinen Hingucker, ob ihr das jetzt nur im Multiplayer nutzen wollt oder halt, ja, jetzt in euren Singleplayer-Spiel, um geile Fotos zu schießen, dann habt ihr jetzt halt die Möglichkeit dazu. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nice. So, wir machen Ziel. Ja, klasse. So, also machen wir, was weiß ich, so, machen wir hier jetzt einfach 33 rein. So. Dann haben wir das Ganze jetzt auch drin. Ja, also so schaut das Ganze dementsprechend halt aus, wenn ihr das Ganze denn dementsprechend ausgewählt habt. Und ja, das kann sich auf jeden Fall mehr erzählen lassen. Das ist immer eine Mod, weißt du, womit man dann einfach so, ja, überrascht wird. Oh, nein. Wir wollten gerne nach vorne. So.
Lang nicht gesehen und doch wieder erkannt die Karte. Die ist gerade stark im Umbau. Deswegen haben wir hier recht viele Fehler drin. Das ist leider nicht zu verübeln. Wir hätten weiter viel weiter vorfahren können. Ja, ihr seht es hier, ne? Also hier wird alles gerade aufgerissen. Deswegen, heute geht es uns mal nicht so direkt um die Karte. Ah ja, okay. Sondern eher um das Repaint. So, alles einsteigen. Also ihr seht schon, ne? Das fertig genauso wie die normale, bloß dass es halt wirklich so weit modifiziert ist, dass man es tatsächlich so noch nicht kennt. Und ja, da brauche ich eigentlich, glaube ich, nichts zu sagen, ne? So. So, Türen auf. Ja. Also das mal so am Rande, dass hier natürlich noch deutlich mehr passiert hier. Ja. Und zeigt es praktisch neue Möglichkeiten, was man hier noch so alles machen könnte. Du könntest hier wahrscheinlich in den Lampen wahrscheinlich deine Logos hier reinbasteln oder sowas, wenn du da Bock drauf hättest. Oder sonstigen Humbug damit machen. Ja. Aber das funktioniert alles und zeigt einfach, wie universell einsetzbar doch der Lotus-Simulator ist. Ja, wenn man halt aus ein ganz normales Repaint eigentlich hier praktisch das Ganze noch mehr modifizieren kann und zeigt dann auch immer so ein bisschen, ja, wie die Leute daran arbeiten, ja, wie sie da hinterher sind und wie sie machen und tun, ja, das ist schon eine absolut geniale Sache. So, die Türen auf. Ja, wie gesagt, von innen dementsprechend denn so, ne, mit Holzverkleidung. Hier, ne, spiegelt es ein bisschen der Stoff, da müssen wir wahrscheinlich nochmal ran, weil das Ganze wieder entspiegelt. Also Ticketautomat hier. Das ist ein Prototyp. Das ist der Prototyp vom GT6, ja. Bis Berlin sich dann entschieden hat, dieses Fahrzeug zu kaufen.
Ja. So, dann sind wir ja schon in Köpenick angekommen hier. So, schauen wir uns mal an. So. So, sieht man jetzt ja auch ganz gut, ne? Die Stelle ist sonst deutlich schmaler. Hier, wo jetzt zum Beispiel die Graufläche hier ist, hier, also diese Fläche hier, ja, da kommt jetzt alles, muss jetzt alles rangerückt werden, ne? Also vorher war das deutlich, deutlich zu breit gewesen alles. Allgemein, die größten Verhältnisse hier waren teilweise ein bisschen, ja, großzügig gewesen, sage ich mal. Aber das ist jetzt, soll jetzt irgendwann verändert werden.
Das ist auch so richtig schön spiegelt da, ne? Das sieht natürlich auch schau aus. Das war natürlich wieder umschildern, aber wie gesagt, heute geht es uns ja mal nicht um die Karte, ne? Die ist ja hier aktuell noch eine große Baustelle hier. Was ein bisschen komisch ist. Also jetzt, ja. Die Gleise sind eigentlich da. Wahrscheinlich hier zu viel Baum oder sowas noch. Also hier hinten hat sich ja natürlich nichts weiter getan. Erstmal müssen die groben Fehler hier raus und alles sowas. So, jetzt sind sie da. Ja, und damit endet dann auch schon wieder die Fahrt, wie gesagt, mit diesem neuen Repaint hier. Wie gesagt, ist natürlich im Steam Workshop erhältlich. Könnt ihr euch runterladen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mega gelungen, weil ich das erste Mal gesehen habe. War ich halt auch ein bisschen angefixt, ja, musste mir das halt auch sofort angucken. Das hat schon was, sieht halt auf jeden Fall deutlich anders aus. Wirkt irgendwie im Allgemeinen doch deutlich sportlicher, so wie ich es auch schon mal erwähnt hatte. Ich warte eigentlich bloß noch damit, bis sich das Ding auseinanderklappt und dann vor mir so ein Transformer steht. So sieht das Ganze ein bisschen aus, so ein bisschen futuristisch, aber ist eigentlich im Allgemeinen doch echt hübsch anzusehen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten, wie euch das ganze Repaint so gefällt. Habt ihr das natürlich selber schon getestet? Gehe mal stark davon aus, dass ihr das getan habt oder wusstet ihr davon noch gar nichts. Dann, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Aber solche Sachen würde ich mir auch gerne öfter angucken, auch wenn es nur ein Repaint ist. Aber das sind so Repaints, das muss man gesehen haben. Ja, also das sieht echt, echt exzellent aus. Also großen Lob an den Modder, der das Ganze hier umgesetzt hat. Also ich finde das mega nett. Wenn du denn oben die weiße Anzeige hast und alles was, dann sieht das echt edel aus. Ja, also meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, nutzt dazu am besten einfach die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Und das soll es schon von der heutigen Folge gewesen sein, hier mit einem kleinen Einblick hier, wie gesagt, in das neue Repaint. Bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass wir uns beim nächsten Video dann hier wiedersehen. Dann schauen wir uns eine neue Karte an. Mal gucken, wie das Ganze performance-technisch läuft. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder damit einschaltet. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.